Das wird nix mehr, gibt Männerwelt auf. Jamila Rowe, 55, klagt über ihr Single-Dasein. Die Reality-TV-Bekanntheit schlägt sich aktuell ganz tapfer in der neuen Dschungelkampfstaffel. Im Gespräch mit Markus Mörl, 63, sprach die Visagistin bereits über ihre harte Kindheit. Die 55-Jährige ist bei ihren alkoholkranken Großeltern aufgewachsen. Jetzt sprach Jamila ein anderes Thema an, das sie sehr beschäftigt. Die gebürtige Berlinerin hat ganz schön viel Pech mit den Männern. Ich weiß gar nicht, was die Männer wollen in der heutigen Zeit, zeigte sich Jamila im Gespräch mit Jolina Mennen, 30, irritiert. Die ehemalige Nackttänzerin ist schon sehr lange alleine und hat inzwischen keine Hoffnung mehr, dass sich ihr Single-Dasein ändert. Wenn ich hier rauskomme, das wird nicht einfacher. Mich wird wahrscheinlich niemand mehr daten. Das wird nichts mehr, meinte sie. Dennoch hat Jamila feste Vorstellungen davon, welche Leidenschaft der Mann ihrer Träume mit ihr teilen sollte. Ich hätte gerne einen Mann, der einen Dübel gerade in die Wand reinkriegt. Ich liebe ja Schrauben und Dübel, verriet sie. Jamila mag es sehr, Zeit in Baumärkten zu verbringen und würde sich über einen Mann freuen, der dieses Hobby mit ihr teilen würde. Auf der Instagram-Seite vom Dschungelcamp wurde bereits ein Aufruf gestartet, für Jamila einen Partner zu finden. Ich wünsche ihr einen bodenständigen, eichen und liebevollen Mann. Den hat sie mehr als verdient, meinte ein Follower. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL+.